Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront. Man könnte sozusagen Star Wars Battlefront 3 sagen. Ich mach mal kurz. So. Jetzt ist es nämlich wieder im Vollbild. Ich weiß nicht, wie ich das gerade im Schnitt hingekriegt habe. Wird man dann sehen. So, also willkommen zu Star Wars Battlefront von EA. Sozusagen das Star Wars Battlefront 3. Und das wurde jetzt etwas überarbeitet. Ich habe mich jetzt hier angemeldet. Einmal bei EA und bei Origin. Das ist beides zusammen. Und ja, ich habe... So. Was zu essen liegen. So, packe ich mal kurz weg. Ja. Wir haben hier einmal das Spiel an sich. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das ist. Das hört sich ziemlich laut an. Mach das mal kurz etwas leiser. Ich hatte das schon wieder etwas lauter gemacht. Einmal habe ich das nämlich schon aufgenommen. Das ging komplett schief. Gut, dann fangen wir jetzt mal an mit Missionen. Das ist nämlich das, wo man anfängt. So, ich bin hier gerade angefangen. Damit dann ist mir das ganze Spiel aber abgestürzt. Das habe ich auch schon ausprobiert, da habe ich komplett verkackt. Ich kann nämlich keine Raummissionen. Also ich kann an sich Raummissionen relativ gut spielen. Aber da habe ich die Steuerung immer anders. Ich ziehe den immer hoch, damit er runter geht und... Upsala. Und drücke die Maus immer runter... drückt die Maus immer nach oben, damit die Sicht runter geht. Das ist irgendwie bei dem anderen Star Wars so gewesen. Und hier kann man die Maus nicht umkehren, deswegen... Naja. Das mit der Aufnahme ist auch nicht so einfach. Ich habe nämlich jetzt hier... das Ganze im Aufnahmefenster, deswegen konnte man hier unten auch eben die Leiste sehen. So. Jetzt habe ich das nochmal ein bisschen zurechtgeschoben. Und... Ich würde sagen, da das gerade abgestürzt ist, fange ich jetzt mal damit an. Ich hoffe mal, das stürzt nicht ab. Ich werde hier auch die Story-Sachen, was so läuft, also an Vorgeschichte und so, werde ich auch laufen lassen, weil das einfach geil programmiert ist, wie man hier auch schon sieht. So, das hier finde ich auch geil, diesen verschwommenen Hintergrund, wo dann einmal die Mission steht und dann kann man Mission starten, entweder mit Mausklick oder mit Enter. Ich drücke jetzt mal Enter. Eskortieren Sie den AT-AT mit Scoutläufern und vernichten Sie die Rebellen. Ja, los, Vader. Aufschwärmen. So. Wollen wir noch gucken, was mich Nettes erwartet hier. Zu eskortieren, die Basis zurückzuerobern und unsere Stellung bis zum Eintreffen des Landungstrupps zu halten. Informationen einreihen und vorrücken. Gut. Das heißt, ich muss jetzt... Was mal? Ich glaube, ich muss den hier beschützen. Den AT-AT. Wir haben feindliche Signaturen auf der Kammhöhe geortet. Die Blasterkanonen ihres AT-ST müssten mit dem Rebellen kurzen Prozess machen. Kann ich irgendwie ranzoomen oder so? Ah ja. Gute Arbeit. Sie haben das Rebellenpakt zurückgeschlagen. So, also... Diese sogenannten Rebellen sind nur ein unbedeutendes Ärgernis. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auf dem Boden wesentlich besser als in der Luft. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kann das mit den einfach nicht so. Schalten Sie die Airwings mit ihren Lenkraketen aus. Oh. Ah. Muss ich hier irgendwie noch... Den auch noch.
bisschen drauf zielen. Okay, ich komm nicht höher. Komm nicht runter. Boah, musst du, glaube ich, noch Platz machen. Ich komm da doch nicht ran. Ja, super. So. Und wo ist der letzte? Lord Vaders Sternzerstörer ist eingetroffen. Er wird mit dem Kreuzer der Rebellen kurzen Prozess machen. Erweisen Sie diesen Rebellen keine Gnade. So, ich bin gerade in der Aufgabe. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Warte mal, ich muss dich wieder einholen. Hä? Wo? Boah! Mann! So, jetzt. Komm. Rebellen auf mehreren Seiten geortet. Okay, auf die Karte gucken. Benutzen Sie den Granatwerfer, um größeren Schaden zu verursachen. Achso, mit 1, okay. Radieren Sie die Rebellen aus. Sie sind ein bemerkenswerter Schütze. Entfernung jetzt. Vielen Dank. 3-1-7. Das Ende der Rebellion ist nicht mehr fern. Also ich denke mal, ich muss jetzt einfach... Ja, der läuft hier links, den werde ich jetzt mal einfach mal hier mitgehen. Ich hoffe nur, dass das richtig ist. Sie scheinen evakuieren zu wollen. Da. X-Wings mit schieß die X-Wing. Boah, was ist das? Wir müssen ein Exempel an diesen Rebellen statuieren. Wo? Da. Mann! Ja, er hat ihn noch. Boah. Mann, renn mich doch nicht immer mal auf. So, haben wir noch irgendwo welche? Ist er doch gerade so... viele gekommen. Ah, da ist noch einer. Der hin, der ist dorthin. Ja, toll! Ah, sehr gut. Ich dachte gerade, die Rakete, die ich gerade abgeschossen habe. Ich dachte gerade, den ich gerade abgeschossen habe. Also die Rakete, hätte den getroffen, der direkt vor mir in der Luft war. Ich habe so gedacht, na toll. Alles klar, jetzt haben wir sie. Lasst sie nicht entkommen. Wo sind sie denn? Bringen. Gut, ich werde mal kurz die Aufnahme pausieren. So. Da bin ich wieder. Ich bin jetzt ein bisschen aus der Fassung raus. Was sollte ich jetzt hier machen? Der schießt darauf. Wir haben die Basis gesichert. Lord Vader, Sie können jetzt landen. Bald eintreffen, um Ihre Einschätzung zu überprüfen, Kommander. Schön, die Ja, sehr schön. Verwendete Leben 0. Also ich habe nie gelebt. Schalte 8 A-Wings aus. Ja, genau. Naja, gut. Nicht schlimm.
Ich finde das so geil, diesen Ladebildschirm. Gut, das haben wir somit, haben wir davon, oh, 2 Sterne bekommen, okay. Nehmen wir jetzt mal die dunkle Seite, mal sehen, was da kommt. Kämpfe um die Kontrolle über die Rebellenbasis. Eliminiere die Rebellen, um die Kontrolle zu übernehmen. Halte die Sturmtruppen am Leben, um deine Kontrolle zu behalten. Okay, den muss ich jetzt... Ja, wollte gerade sagen, muss ich jetzt Vader spielen, oder? Vernichtet sie alle, mein Schüler. Wie ihr wünscht. Gebieter. Ja gut, dann wollen wir nochmal gucken. Rückt vor und macht keine Gefangenen. Gut, dann wollen wir einmal abwarten, was jetzt kommt. Also ich kenne das ja schon so ein bisschen aus Star Battle von 1, was ja auch vorher so ein bisschen kam. Aber da ist das natürlich nochmal wieder ein bisschen anders als jetzt. Da ist das nämlich Aber was sind das eigentlich für Typen, ey? Der schießt mal hier. Wir werden uns folgen oder sterben. Über euch an der Kante. Was? Hol dich von deinem dicken Schwert. Mach auf die Kante. Deine Schwäche ist dein Verhängnis. Schön. Die Stimmen sind ein bisschen leise, finde ich. Die Musik ist voll laut. Und die... Wahrscheinlich bin ich auch voll leise. Und die Stimmen sind irgendwie voll leise. Wo ist der? Jetzt kennt ihr die Macht der dunklen Seite. Schlagen zurück, haltet die Stellung. Vorwärts, vernichtet sie. Feuert weiter, lasst ihre Verstärkung nicht durch. Oh Gott, jetzt haben die auch noch so ein Reflektorschild. Mein Gott. Boah. Ja, was ist denn los hier? Also ich glaube, wenn ich so weitermache, werde ich das Ganze nicht überleben. Das ist zu einfach. Ja!
Also ich finde ja auch, die Filme sind ja schon relativ früh gedreht worden. Was ich sagen wollte, es ist ja, diese Filme sind ja relativ früh gedreht worden, also in den 80ern oder so, glaube ich, oder 80er, 90er, glaube ich, irgendwie so. Und was die dort, also mit welcher, mit welchen Effekten und so, die das alles gemacht haben, das war für diese Zeit ja schon ziemlich fortgeschritten. Also da bin ich echt beeindruckt von. Also, muss ich wirklich mal sagen. So. Ich bin jetzt mal gespannt, was das ist. Wahrscheinlich muss ich da jetzt fliegen und die da unten jetzt ausschalten. Das ist etwas einfacher. Das Fliegen, das geht, weil da bewegen die sich nicht so viel. Und ich würde jetzt aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Part 2. Und dann geht's mit der Invasion weiter.